Hafen ist Hamburg und Hamburg ist Leben. Und das Leben ist hier am Hafen. Und das rund um die Uhr. 7 Tage die Woche. Der drittgrößte Hafen Europas bestimmt den Rhythmus einer ganzen Region. Bonjour, soyez les bienvenus. On met les voiles pour un Xenu spécial depuis le port de Hambourg. Moin, moin, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Xenius-Ausgabe. Eine Woche lang tauschen Pierre und ich den Bus gegen eine Barkasse. Und das ist unser Arbeitsplatz, der Hamburger Hafen. Rund 100 Kilometer von der Nordsee entfernt werden hier jedes Jahr 9 Millionen Container abgefertigt. Hightech und klassische Manpower ergänzen sich am Hamburger Hafen perfekt. Ein Hafen bleibt das Tor zur Welt. Für unsere Waren zum Beispiel. Wenn wir hier in Europa eine Banane essen, dann ist sie fast immer an Bord eines Schiffes zu uns angekommen. Ja, und deswegen heuern wir hier die nächsten 5 Tage an, um der Frage nachzugehen, wie funktioniert ein moderner Hafen? Wie bringen diese einzelnen Rädchen dieses gigantische Uhrwerk zum Ticken? Und wir werden natürlich auch mitmachen. Ich werde zum Beispiel Tankwart auf dem Wasser sozusagen und werde unterschiedliche Schiffe mit Treibstoff versorgen. Und ich packe mit an auf einer Werft, da wo die Schiffe repariert werden. Gönnen wir Dörte und Pierre noch eine kurze Verschnaufpause und werfen als erstes einen Blick auf eines der modernsten Containerterminals der Welt, den Burchardkai. Mit einer Fläche von 1,4 Quadratkilometern ist er das größte Containerterminal im Hamburger Hafen und bevorzugte Anlaufstelle der großen Megafrachter. Jeder dritte Container wird hier abgefertigt. Um die großen Containerschiffe möglichst schnell zu entladen, braucht es auch große Werkzeuge. Riesige Containerbrücken. Ihre Ausleger sind 75 Meter lang. Daran können sie bis zu 100 Tonnen heben. Das Gewicht von 85 Kleinwagen. 30 Kisten holt jeder Brückenfahrer pro Stunde aus dem Schiffsbauch und stellt sie unter sich ab. 133 Fahrzeuge verteilen sie sofort weiter. Sie bringen die Container ins Zwischenlager und können bis zu 3 dieser Stahlkisten übereinander stapeln. Das Cockpit liegt deshalb 15 Meter über dem Boden. Hier hat Denise Köhler ihren Arbeitsplatz. Als eine von nur 4 Frauen im Hafen steuert sie ein solches Ungetüm. Am Anfang war es natürlich alles sehr schwierig, die Container auf einmal gleich anzupicken und mitzunehmen. Aber mittlerweile ist das wie als wenn du nie was anderes gemacht hast. Du weißt ganz genau, wie weit du über den Container stehen musst und in welche Lage du fahren musst. Denise Köhler ortet die Container über Satellit mit GPS. Das erfahre ich durch meinen Monitor. Ein 45-Fuß-Container soll ich aus Reihe 738 holen. Wenn wir vor der Reihe sind, drücken wir vor der Reihe, dann sagt er uns genau, wo der steht. Und dann werden wir erfahren, wo wir den hinbringen sollen. Am Burchardkai stehen die Container oft nur Stunden, denn Platz ist knapp. Die Ware muss so schnell wie möglich weitertransportiert werden. Kleine Frachter mit maximal 1500 Containern fahren sie die Elbe hinauf. Oder durch den Nordostseekanal bis nach Russland und Finnland. Knapp 9000 Container verlassen täglich per Lkw den Hafen. Sie transportieren pro Jahr 3,2 Millionen Container, also mehr als jeden dritten. Ein Teil wird auch per Zug verschickt. Nahezu jedes Terminal hat seinen eigenen Bahnhof. Der Hamburger Hafen. Eine perfekt aufeinander abgestimmte Logistikkette, die sie am Laufen halten. 160.000 Menschen arbeiten hier jeden Tag. Und alle haben eines gemeinsam. Wasser spielt in ihrem Joballtag eine große Rolle. Und das birgt Risiken, auf die sich Dörte und Pierre vorbereiten müssen. Deswegen geht's nun zum Überlebenstraining auf See.
Zieht den Anzug an, Schuhe an und eure Weste. Schutzanzug und Schwimmweste. Grundvoraussetzungen, um im kalten Wasser überleben zu können. Das ist jetzt alles ein bisschen beengend, aber Überleben muss nicht gemütlich sein und muss auch keinen Spaß machen. Der Grund für das klobige Outfit? Bei Bewusstlosigkeit stützt es den Kopf und hält ihn über Wasser. Aber auch nicht zu locker. Wir werden jetzt hoch auf die Plattform gehen. Auf der Plattform stellen wir uns hin und machen einen sogenannten Sicherheitssprung. Sicherheitssprung heißt, Füße zusammen, leicht angewinkelt, Weste über Kreuz, nach unten gedrückt, damit sie nicht hier ranhaut. Blick gerade, guckt nicht nach unten, der Körper folgt dem Blick. Wenn ihr nach unten guckt, werdet ihr automatisch vorderlastig. Das heißt einfach nur, auch nicht Anlauf nehmen oder richtig Schwung holen, sondern einfach nur einen Schritt. Das war's. Warten, bis ihr da seid. Paff. Wolfgang Rach ist eigentlich Stuntman und dreht mit Hollywood-Größen wie Quentin Tarantino. Im Nebenjob leitet er die Ausbildung an einem der weltweit modernsten Zentren für Seenottraining. Sein Credo: Überleben beginnt im Kopf. Also Pierre, bevor du abspringst, denk nach und lass dir Zeit. Konzentration ist alles. Das gilt auch für Sie. Schiffslotsen sorgen dafür, dass große Containerschiffe sicher in den Hafen kommen. Auf der engen Elbe alles andere als einfach. Auch nach jahrelanger Berufserfahrung. Eine Routine darf es nicht werden. Nicht? Erfahrung ist auf jeden Fall was Positives, die sammelt man auch. Aber die Routine ist etwas Gefährliches und da wollen wir nicht reinfallen. Heute bringt Erik Dalege die Cap San Antonio in den Hamburger Hafen. Der Megafrachter ist 333 Meter lang und 48 Meter breit. Mehr als 3 Fußballfelder hintereinander. Er kann 11.000 Container laden und wiegt bis zu 125.000 Tonnen. 22 Uhr, Brunsbüttel, 100 Kilometer vor Hamburg. Hier mündet die Elbe in die Nordsee. Ein Schnellboot fährt den Lotsen zu seinem heutigen Arbeitsplatz. Denn extra anhalten kann der Megafrachter für ihn nicht. Ankunft auf der Brücke. In den nächsten 2,5 Stunden übernimmt Erik Dalege das Kommando. Anders als der Kapitän kennt er diesen Flussabschnitt aus dem FF. Er weiß genau, an welchen Stellen es eng wird oder der Tiefgang des Schiffes zum Problem werden kann. Das ist die gesamte Elbe von Ufer zu Ufer. Dieses, das Fahrwasser. Und hier in der Mitte ist die Trasse, dieser tiefe Teil des Fahrwassers, in dem große Schiffe wie wir sich aufzuhalten haben. Die Cap San Antonio darf auf keinen Fall die Trasse verlassen, auch nicht bei Gegenverkehr. Sonst droht sie auf Grund zu laufen. Ein großes Schiff kommt uns entgegen, auch ein sehr bekanntes Schiff mittlerweile hier in Hamburg, die AIDA Prima. In solchen Momenten wird es selbst für den erfahrenen Lotsen spannend. Wir kommen ja nachher noch in einen Teil der Elbe rein, der sehr viel enger und sehr viel schmaler ist. Und wenn uns ein solch großes Schiff wie die AIDA entgegenkommt, wäre es da nicht möglich, mit einem Schiff dieser Breite sich sicher zu begegnen. Deswegen müssen wir das hier in diesem Teil machen. Man muss sich vorstellen, dass so ein Schiff natürlich eine gewaltige Menge an Wasser verdrängt. Die ganz großen 150.000 Tonnen Wasser. Und das ist doch in einer engen, sehr engen Fahrrinne dann ein großer Berg, der vor dem Schiff entsteht. Wenn große Schiffe entgegenkommen, gibt es Interaktionen. Das heißt, die Schiffe würden sich in ihrem Fahrverhalten beeinflussen. Man könnte das Schiff nicht mehr gerade und vernünftig steuern, vor allen Dingen nicht sicher. Mittlerweile ist es Nacht. Für die Orientierung verlässt sich der Lotse auf einen Klassiker der Schiffsnavigation. Ja, was Sie da sehen, die beiden hellen Lichter, das ist die sogenannte Richtfeuerlinie. Wenn die beiden Lichter genau übereinander sind, dann befindet sich das Schiff in der Mitte der Fahrrinne. Und wir mit diesem Schiff bewegen uns auf unserer Seite der Fahrrinne. Und deswegen fahren wir die Richtfeuerlinie so, dass das obere Feuer ein klein wenig rechts vom unteren ist. Dann wissen wir, dass wir richtig stehen mit diesem Schiff. Gute Ortskenntnis, die wichtigste Voraussetzung für einen Elblotsen. Denn beim Navigieren verlässt er sich vor allem auf seine Sinne und nicht auf die Bordelektronik. So kann er besser auf Gefahren reagieren. Und tatsächlich, er muss vom Gas gehen.
ein Hindernis naht und 125.000 Tonnen abzubremsen dauert. Sehen Sie, wir passieren jetzt in Kürze ein Schiff, was da an der Pier liegt. Und da dürfen wir natürlich nur mit reduzierter Geschwindigkeit vorbeifahren. Und deswegen werden wir das jetzt auch schon tun, obwohl wir noch relativ weit davon entfernt sind. Ja, es ist bei diesen Schiffen noch wichtiger als ohnehin, dass man sehr vorausschauend fährt. Dass man schon sehr früh die Maschinenmanöver einleitet, selbst wenn man noch 4, 5 Meilen oder fast 10 Kilometer von dem Ort entfernt ist. Fehler kann sich Erik Dalege nicht erlauben. Denn auch schon bei kleinen Zwischenfällen sind schnell Millionen Euro dahin. Noch ist Hamburg nicht erreicht. Für Entspannung ist es also zu früh. Das gilt sicher auch für Pierre beim Überlebenstraining. 3, 2, 1, go! Geschafft! Den 5-Meter-Sprung ins Schwimmbecken meistert Pierre schon mal. Im Notfall könnte man sich so von einem verunglückten Schiff oder einer Offshore-Plattform retten. Doch Ertrinken ist nur eine von vielen Gefahren. Wenn ich dann wegschwimme, muss ich natürlich gucken, dass ich den größtmöglichsten Kälteschutz herstelle. Und den kriege ich dadurch, dass ich meine Körperoberfläche verkleinere und mich selber in eine, ich sag's mal, Embryohaltung begebe. Das heißt, Füße anziehen, Arme um den Oberkörper schlingen und so klein wie möglich machen. Sind die Schiffbrüchigen sicher im Wasser, heißt es Ausschau halten und sich mit anderen Verunglückten zu einem sogenannten Huddle, einem Haufen bzw. einer Gruppe formieren. Doch die Drehung mit dem Anzug ist für Pierre alles andere als einfach. Eng zusammen. Man sollte nie alleine bleiben. Auch wenn man sich selbst am nächsten ist, hat man alleine auf hoher See die niedrigste Überlebenschance. Da sagt man, alles Sprichwort sagt, alleine bist du nichts, die Gruppe ist alles. Aber in der Gruppe hat man doch durchaus eine relativ große Überlebenschance, dann auch länger zu überleben, als wenn ich alleine da draußen rumgeistere. Wichtig ist, sich in aufrechter Körperlage so eng wie möglich zu umschlingen. Noch enger! Mach zu! Das hat einen großen Vorteil. Erstens mal verliert man sich nicht. Wenn ich nebeneinander herschwimme, kann mich die Ströme auseinandertreiben. Da habe ich nach relativ kurzer Zeit die schon auf einem Quadratkilometer verteilt. Und wenn ich mich eben aneinander festhalte, sehr eng in der Formation, habe ich den zusätzlichen Vorteil, dass die Strömung eben nicht jeden voll erfasst. So habe ich also auch einen gewissen Wärmeschutz. Und nicht zuletzt, ich kann, wenn ich einen Verletzten habe, den in die Mitte stecken von diesem Pulk und kann ihn betreuen, ansprechen, ja, und eben über Wasser halten. Nächste Übung, die Kette. Denn wollen die Schiffbrüchigen zum Beispiel zu einer rettenden Boje schwimmen, gilt weiterhin zusammenbleiben. Es kommt auf die richtige Technik an. So, und nun? Dörte ist ein wenig orientierungslos. Es gibt Signale, die dann von hinten, von dem Mann, der zuständig ist für den Kurs, der dreht sich nach ein paar Zügen mal um und guckt, wie sind wir unterwegs, aha, alles passt oder eben nicht. Jetzt muss die Gruppe nach links, dann ist es jetzt international zwischenzeitlich so, dass er dann auf der rechten Seite einen Schlag dem Vordermann auf die Schulter gibt. Weil wenn ich nach links will, muss ich rechts ziehen. Und das Signal ist praktisch so, dass auf der Seite, wo ich meinen Schubser vom Hintermann bekomme, den ich dann nach vorne weitergebe, dem nächsten, und so bis zum Ende, dass ich auf der Seite dann auch ziehe. Und gerade. Es funktioniert. Mit den Beinen umklammern die Schwimmer jeweils die Person vor ihnen. Mit den Armen rudern sie dann in eine gemeinsame Richtung. Großen Kreis, mach das größer. Die Gruppe soll im Wasser auf sich aufmerksam machen. Denn sogar der grelle Schutzanzug ist für Rettungskräfte in der Luft kaum sichtbar. Man denkt immer, dass die Signalfarbe über 10 Kilometer zu sehen ist. Das ist aber nicht so. Also relativ schnell verschwimmt diese Farbe im Wasser. Deswegen gibt es auch für die Leute, also
Wir nehmen jetzt mal die Situation an, ein Hubschrauber fliegt irgendwo auf so eine im Wasser befindliche Gruppe zu. Wir können nicht davon ausgehen, dass der Hubschrauber uns sieht, wenn wir ihn sehen. Der Pilot sieht weitaus besser eine Strukturveränderung auf der Wasseroberfläche und über größere Distanzen als die Anzüge oder vielmehr die Signalfarbe der Anzüge. Was ihr hier seht, ist ein Escape Shot. Escape Shots sind dafür gedacht, dass man aus großen Höhen, ohne springen zu müssen, zur Wasseroberfläche kommt. Um dann entweder in eine Rettungsinsel oder in Floß oder was auch immer was drunter ist, sogar dann zum Teil trockenen Fußes runterkommt. Ihr setzt euch oben auf die Kante, rutscht 2,5 Meter auf die andere Seite, dreht euch um, rutscht wieder 2,5 Meter runter, dreht euch um und so geht er von oben ganz nach unten. Für den großen Pierre ist es gar nicht so einfach, mit dem sperrigen Sicherheitsanzug und der Rettungsweste irgendwie um die Kurven zu kommen. Cool, und immer gleich weg und frei machen für die nächsten. Die zierliche Dörte hingegen flutscht zügig durch. Sehr schön. Eine der wichtigsten Übungen des Seenottrainings ist das selbstständige Umdrehen einer Rettungsinsel, die jedes größere Schiff an Bord hat. Eine Art aufblasbares Iglu, das schwimmen kann und Schutz bietet. Das Problem? Meistens liegt die Rettungsinsel verkehrt herum im Wasser, zum Beispiel durch eine Windböe. Mutig macht Dörte den Anfang. Aber leider keine Chance. Man muss dann sehr hoch greifen und dann nicht nur ziehen, sondern man muss sich dann sehr gerade machen, um den bestmöglichsten Winkel zu haben, sich nach hinten fallen lassen und dann haut das auch hin. Also das ist keine schwarze Magie. Auch leichtere Personen, meistens Frauen, die so ein bisschen Respekt haben, oh, das schaffe ich nicht, ich bin zu leicht, die können das genauso gut wie schwerere Leute. Denn entscheidend ist auch hier die richtige Technik. Oh, mach dich gerade! Geschafft. Und jetzt schnell weg da. Nur nicht runterbleiben. Cool. Anders als bei der Treppe könnte der kräftige Pierre nun einen Vorteil haben. Aber erstmal muss er rauf auf die Insel. Die Mitstreiter empfangen Pierre zurück in ihrer Reihe. Der Zusammenhalt ist bei einem Seeunglück entscheidend. Egal ob auf hoher See oder auf der Elbe. Ganz wichtig ist, dass wenn ich mich in einer Gruppe befinde, dass da ein Teamgeist zustande kommt. Das heißt, dass man sich gegenseitig unterstützt, hilft, dass jeder so ein bisschen weiß, was zu tun ist. Denn alleine wäre ich da draußen verloren und als Team habe ich natürlich eine relativ große Chance, wenn alle funktionieren. Deswegen ist für uns auch hier so wichtig, dass wir Motivation verteilen, dass wir die Leute wirklich anstupfen, dass die merken, dass sie der Ernsthaftigkeit bewusst sind, die so einen Kurs hat. Ernsthaft und konzentriert geht auch Elblotse Erik Dalege den letzten Teilabschnitt an. Vor dem Megafrachter Cap San Antonio verengt sich die Fahrrinne um 50 Meter. Was nach wenig klingt, kann bei zwei Riesenpötten schnell zum Nadelöhr werden. Dieses hier ist der sogenannte Störbogen. Und ab hier bis Hamburg ist die maximale Begegnungsbreite, die addierte Breite der Schiffe, die sich hier treffen dürfen, 90 Meter. Eine zusätzliche Herausforderung, die geringe Tiefe der Fahrrinne. Je größer die Schiffe, desto größer die Probleme. Das wurde im Februar 2016 deutlich. 5 Tage lang steckte die Indian Ocean, einer der größten Frachter der Welt, 30 Kilometer vor Hamburg in der Elbe fest. 12 Schlepper mit mehr als 1000 Tonnen Zugkraft waren notwendig, um das Schiff zu bergen. Was dieser Vorfall gezeigt hat, ist, dass der Hafen hier in der Lage war, dass slow ahead please. Ja, dass der Hafen hier in der Lage war, damit umzugehen. Wir konnten sehr schnell genügend Schleppkapazität zur Verfügung stellen. Die Cap San Antonio erreicht Hamburg. Die Motoren werden auf Standby geschaltet und das Schiff muss an die Leine. Schlepper ziehen es.
Erik Dallege hat seinen Job erledigt. Ab jetzt übernimmt Ronald Kühn, der Lotse für den Hafen. Er ist auf Manöver im Hafenbecken spezialisiert und wird in den nächsten 90 Minuten das Schiff am Containerterminal anlegen. Auch für Dörte und Pierre geht es in den Endspurt beim Seenottraining. Jetzt heißt es, nochmal alles geben. Ausbilder Wolfgang Rach simuliert ein Schiffsunglück. Und das sehr realitätsnah. Die Gruppe nimmt den einzigen Nichtschwimmer schützend in ihre Mitte. Auch unter widrigen Bedingungen gelingt die einstudierte Kette. Übungsleiter Wolfgang Rach zeigt die sogenannte Attention Position an. Ein Rettungshubschrauber nähert sich. Die Verunglückten müssen auf sich aufmerksam machen. Zwei Ketten bilden, zeigt der Coach an. Und ab zur Rettungsinsel, die der Helikopter runtergelassen hat. Wenn ich jetzt an die Insel komme in einer schwimmenden Formation und der Erste ist da und der Hintere denkt, alles klar, dann lösen wir das Ding jetzt mal aus oder auf. Wir sind ja an der Insel. Kann es leicht sein, dass die, die weiter hinten sind, dadurch, dass sie den Kontakt zu den anderen verlieren, abgetrieben werden. Deswegen muss man, wenn man an eine Insel kommt, sich erstmal sichern. Das heißt, es funktioniert dann so, der Erste geht links, der Zweite geht rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, bis alle an den Leinen an der Rettungsinsel gesichert sind, um dann kontrolliert den Einstieg zu vollziehen. Auch in der Rettungsinsel verlangt Rach Disziplin. Die Insassen müssen sich zunächst gleichmäßig verteilen, da die Insel sonst kippt. Dann gilt, nur nicht den Mut verlieren. Geschafft. Das Unwetter lässt nach. Ein Hubschrauber hat die Gruppe gefunden. Wolfgang Rach hat Dörte und den anderen Teilnehmern genau erklärt, wie sie sich in der Rettungsschlinge zu verhalten haben. Wichtig ist, die Arme hinunterzudrücken, damit man nicht rausrutscht. Willkommen, Boss, Ma'am. Das sind ja jetzt nur Trockenübungen, aber das fühlt sich echt an. So, diese ganze Situation, so mit den Geräuschen in der Dunkelheit. Also wenn ich mir vorstelle, man geht ja wirklich schiffbrüchig da unten. Aber es ist toll zu sehen, dass zusammen, also wenn man so als Gruppe zusammen bleibt, dass man dann echt viele Kräfte entfalten kann. Wow. Auch Pierre erreicht die rettende Schlinge. Mit dem Arm gibt er ein Signal, dass er bereit ist zum Hochlassen. Es ist entscheidend, das Zeichen so lange zu halten, bis das Seil sich bewegt. Ihr habt euch gut geschlagen als Team, sag ich mal, Respekt und Anerkennung. Das haben wir auch zwei oder drei bestanden, habe ich mir sagen lassen. Nein, Spaß beiseite, ihr kriegt natürlich nachher eure Zertifikate dafür. Und ja, vielen Dank für eure gezeigte Leistung. Bravo, Respekt. Dann werden wir da unten im Wasser warm. Also ja. Während dieser Notsituation, da war ich total ruhig. Aber jetzt nachträglich habe ich weiß ich nie. Also jetzt merke ich, dass das eine Anspannung war. Ja, noch mit der Tuna, mit dem Licht, mit der Blitze. Ja, ja. Also jetzt nachträglich merke ich es auch körperlich, dass das echt so. Aber beruhige ich mich in Hamburger Hafen, gibt es nicht solche Unwetter wie jetzt. Nee. Und wenn, dann werden wir jetzt bestens vorbereitet. Ja, für die Woche. Also selbst, ich glaube nicht, dass
von der Werft aus sowas passiert? Nee, du bei nicht, aber ich bin auf dem Wasser. Mal sehen, was diese Woche noch passiert. Dann kannst du die anderen alle retten. Ich bin auf jeden Fall gut vorbereitet. Ja. Sehen Sie morgen. Pierre lernt bunkern und übt sich am Zapfhahn. Die Kap San Antonio parkt umständlich ein und Dörte lässt die Schiffe tanzen. Das bewegt sich! Ich steuere das Schiff!